Hi Leute und herzlich willkommen hier beim Beatnerd mit mir, Desart. Und heute schauen wir uns die Louis Bell Masterclass an. Ich habe ja schon erwähnt, heute fängt sie an. Das bedeutet wieder 30 Tage mit Louis Bell an Songs ackern. Diesmal nicht drei, sondern zwei werden fertig gemacht. Der erste ist so ein bisschen from the scratch bei ihm, ohne Sänger. Und ich glaube, den zweiten macht er dann mit Sänger zusammen. Also praktisch eine typische Singer-Songwriter-Session. Ich bin mega gespannt. Ich werde euch erzählen, was er macht, was ich daraus mache. Und ich würde gleich sagen, wir gucken uns hier dran und fangen an. So, da sind wir im Projekt. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, entweder ihr haut sie hier bei Twitch rein oder bei YouTube natürlich, wenn ihr es bei YouTube schaut. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle euch ein bisschen, er macht es ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin, weil er tatsächlich mit einer Akkordfolge anfängt und dann das Ganze so ein bisschen arrangementtechnisch aufbaut. Ich will mal das versuchen, so ähnlich wie er zu machen, wobei er macht jetzt gerade so eine Art mehr balladeske Nummer. Es wird schwierig, weil ich jetzt kein großartiges Projekt habe, was irgendwie eine balladeske Nummer hat oder wo es reinpasst. Das heißt, eigentlich will ich gerne für das Lisa-Projekt mit DJ Katrin eigentlich da weitermachen. Friedrich Kallendorf haben wir unendlich viele Songs, also da werde ich auch noch demnächst ein bisschen Sonderschichten einschieben. Und es ist noch eine ganze Menge. Also, womit wir anfangen, er spielt sehr, sehr viel Klavier. Also er macht es praktisch mit den Klaviernoten. Dadurch, dass ich echt kein guter Klavierspieler bin, werden wir es auch gar nicht erst versuchen. Gitarre habe ich auch überlegt, aber wir werden es anders machen. Wir werden es mit ein paar Pre-Midis behelfen und dann langsam versuchen, das aufzubauen. Er macht es ja sehr, ja, wie soll ich sagen, nach Gefühl. Und ich werde das mal auch so ein bisschen nach Gefühl versuchen. So, wir gucken mal, ob wir was hören. Ich mache mich mal ein bisschen lauter hier. War jetzt alles ein bisschen leise. So. Also, wie gesagt, ich kann halt nicht gut Klavier spielen. Ich probiere mal Get Lucky zu spielen. Mal sehen, ob ich das noch kann. Ah, okay, mit Particle. Ja, also, das war's. Mehr kann ich nicht. Also, nee, ein paar Sachen kriege ich noch hin, aber es macht keinen Sinn. Das ist so, wie wenn ich eine Gitarre nehme, so meine fünf Akkorde kann, so halb und die reinschwere. Leute, das ist nicht geil. Was wir aber gleich machen, sind die Particles raus, weil tatsächlich die brauche ich noch nicht. Also wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Und zwar, eine Möglichkeit ist natürlich wieder der MIDI Wizard. Ja, das ist so die, ist eigentlich mein Geheimtipp, wobei ich den einfach gerne benutze. Die zweite ist, ein Akkord-Pack zu suchen und daraus was zu machen. Also praktisch wirklich schon Akkorde zu haben, die fertig sind. Und die nächste Möglichkeit, wobei ich von der fast absehen will, ist mit dem wie hieß das Ding, mit dem Captain-Plugin. Ich finde das mega gut, aber ich kann einfach noch nicht so gut damit umgehen, weil ich es halt echt zu selten benutze. Also wir können trotzdem mal reingehen auf das oder uns angucken, das Captain-Plugin. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie das hieß, ehrlich gesagt, bin ich gerade hier. Ich glaube, das war ein eigenes Instrument. Mixed in Key, da ist es, Captain Chords. Okay, ich erzähle euch nur ganz kurz, worum es dabei geht. Ich sollte wahrscheinlich demnächst wirklich mir das mal angucken. Ja. Captain Marvel oder der Cap. Okay, also wir gehen mal rein. Und, ja. Okay, ich bin eigentlich VIP. Okay, lassen wir diese Möglichkeit. Es hat nicht funktioniert. Wahrscheinlich habe ich mich hier noch gar nicht angemeldet. Deswegen bin ich auch nicht drin in dem Ding. Okay, dann machen wir es anders. Ich habe ja schon mal gesagt, ich würde gerne, wir lassen erstmal den MIDI Wizard raus und wir nehmen uns mal ein paar coole Sachen von Nico. Ich glaube, so hieß der. So, ab auf den Schreibtisch, ab auf die Samples und Big Pack von Nico. Hier gibt es einmal die Akkorde und er hat ein paar Linien. Überleg gerade. Ich glaube, die Linien machen wir selbst. Ja, wir gucken mal ein paar Akkordfolgen. So, er hat jetzt natürlich hier für jede oder so gut wie jede Progression irgendwas. Ich will das nicht zu balladesk machen. Sei es mit Moll-Akkorden würde ich fast nicht so gerne spielen.
Ich glaube, wir probieren mal ein paar C-Sachen, ja, so ein paar coole Standards. Mal sehen, ob wir hier irgendwas hat. Nehmen wir jetzt mal die erste Chord Progression. Also C A-Moll, es ist halt ein Standard. So, wir machen mal den Klick ein bisschen leiser. Okay. Der gefällt mir nicht. Vielleicht bauen wir da mal was Eigenes. Also wir haben ihn E und F. Die ersten beiden finde ich ziemlich cool. Wobei, ich glaube, wir machen es mal anders. Und zwar, es sind ja, soweit ich sehe, immer dieselben, nur wahrscheinlich anders gespielt. Das bedeutet, das will ich mir mal anhören. Ich nehme mal den zweiten jetzt und den, na, ich nehme mal jetzt den zweiten und den dritten und ich will mal sehen, was sich dabei ändert. Also wahrscheinlich sind einfach die Umkehrungen, die sich ändern. So, lassen wir das mal hier. Hören uns mal alle drei an. Aber zumindest vom Gehör her weiß ich schon, wohin ich gehen will. Also die ersten beiden finde ich geil. So ein bisschen. Nein, der ist nicht geil. Der ist auch geil. Ah, der ist auch geil. Ja. Mal sehen. Auch nicht schlecht. Okay, wir müssen erstmal herausfinden, was ich eigentlich hier für einen Akkord haben will. Ich schaue mal gerade, was er hier noch für Pro. Also wir haben eine C, A, E, F Progression. C, A, F, G. Das könnte es sogar sein. Ich würde sagen, wir hören mal, wir horchen mal hier rein. So, die will ich nach hinten verschieben, weil ich die ja trotzdem ziemlich geil finde. Also, nehmen wir erstmal die erste von hier. Ja. Ja, das ist sie. Die werde ich trotzdem mal behalten, weil vielleicht können wir dann später mit denen noch was machen. Aber das finde ich sehr cool. Und jetzt brauche ich ein paar Versionen davon. Und zwar einmal eine bisschen dickere, einmal eine bisschen leichtere. Das heißt praktisch, das werden wir alles dann verwerten in unserer Progression. So, machen wir alles hier weg. Okay, hören wir uns das mal die an. Ja, ist relativ ähnlich. Ja, ich würde es eigentlich fast gerne ein bisschen breiter haben. Wie gesagt, wenn das nicht klappt, dann können wir auch später die Akkorde nehmen. Weil ich gerade nehmen wir alle. Nee, alle. Mein Gott. Auf so vielen Versionen kann man das spielen. Okay. Ich werde mir jetzt natürlich nicht alle anhören, weil das dauert dann hier einen halben Tag. Aber ich nehme mal. Krass. Ich nehme mal ein paar von den Dingern. Also, mein Tipp ist für euch, wer nicht so gut Klavier spielen kann, kauft euch einfach Akkordpacks. Ja, ist mir ein bisschen zu dünn alles. Ja, besser. Ja, also. Ja, wir haben das Problem, das wirkt halt alles jetzt mega balladesk. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen was bauen. Was Louis Bell gemacht hat, er hat gar keine Drums benutzt. Finde ich persönlich immer ein bisschen schwierig, weil die Drums machen ja so einen ganz bestimmten Groove. Und bei ihm, wie gesagt, hört sich sehr balladesk an. Wahrscheinlich will das auch balladesk. Ich will das auf keinen Fall balladesk. Das soll schon so ein bisschen mehr in Richtung. Ja, ich weiß nicht. Ich würde vielleicht sogar etwas in Richtung Blinding Lights von Weekend machen. Da müssen wir erstmal gucken, dass das ein bisschen schneller ist. Ich glaube, so 100, was haben wir gesagt? Sag mal 125 vielleicht, so in der Richtung. Wir nehmen uns mal den hier, den fand ich jetzt am besten. Wobei der letzte mir jetzt nicht so sehr gefällt, aber es kann sein, dass er mir nur hier nicht gefällt. Ja.
Ja, hier passt der ganz gut. Okay, wie gesagt, die Akkordfolge C, A, F, G finde ich schon mal vollkommen in Ordnung. Passt ganz gut. Ich würde sagen, wir gucken uns ganz kurz mal an, und das können wir auch hier gucken, wir gucken uns ganz kurz mal an, ich habe schon wieder angefangen, mich auf den, wie heißt der, zu setzen, auf den Nexus. Ich will den irgendwann haben. Okay, ihr seht, ich habe gerade viel mit Bitcoins geschaut und Akte X. Wir gucken mal, also, Blinding Lies Beats per Minute. Wir gucken mal, wie schnell der ist. War ganz schön. Hier. 171. Oh, ganz schön schnell. Also dann wahrscheinlich aber doch dann in der Richtung Halftime. Puh, müssen wir mal gucken. Also das werden dann. Gucken wir mal. Ja, doch, kann hinkommen. Wenn wir jetzt natürlich hier wieder hochballern, ungefähr. Da müsst ihr aber doppelt so lang halten. Ich weiß nicht genau. Ich weiß, das hängt so ein bisschen davon ab, für wen der Song ist. Wie gesagt, ich bin da noch nicht sicher. Das würde es ein bisschen leichter machen. Aber wir machen mal 171. Wir gehen mal auf die 171 und machen mal was in der Richtung. Dann müssen die aber natürlich alle Double Time sein. Ja. Dann machen wir die mal Double Time. Erstmal den hier. Und bauen uns mal irgendwie so eine Art. Also, ich will natürlich Blinding Lights nicht kopieren. Das heißt, das soll schon so ein bisschen in der Art sein, aber auch vielleicht 80er darf auch schon sein. Aber jetzt natürlich nicht genau alles so, wie es da ist. Ich will es auch ein bisschen moderner gestalten. Also ich finde beim Blinding Lights, die ganzen Drum-Sachen sind ja sehr oldschool auch. Die will ich auf jeden Fall ein bisschen moderner haben. So. Ja, das passt. Okay, hören wir mal rein. Ja. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Dazu würde ich gerne nochmal, wir sind ja in C-Dur, also es macht sehr einfach, zumindest die kleinen Melodien kann ich jetzt auf jeden Fall selbst auch reinspielen. Das bedeutet, was ich gerne machen würde, ist, wir haben ja jetzt die Grundakkorde, entweder wir machen hier irgendeine Art, wobei ich glaube, wir machen es mal anders, und zwar, das sind die Grundakkorde mit unserem Klavier. Ich will das Klavier wahrscheinlich gar nicht behalten. Das bedeutet, wir gehen mal rüber zum Serum und bauen uns da mal irgendwie. Ich habe irgendwas nur. Ich habe doch letzte Weekend Sounds geholt. Na, wenn das nicht ein Zufall ist. Wow, ganz schön laut. Machen wir mal ein bisschen runter. Okay, wir hören uns mal ein paar von den Sounds an. Leiert ein bisschen sehr viel. Der ist geil. Okay, den nehmen wir erstmal. Und dann würde ich gerne dazu erstmal mit dem Klavier probiere ich mal eine Linie zu finden, die mir irgendwie gefällt. Also wir schauen mal. Könnte man schon nehmen. Okay, so halb verkrüppelt eingespielt. So, wir schauen mal hier. Eine Menge Noten nicht getroffen. So, aber ansonsten, wir müssen mal gucken, ob wir das quantisieren können. Naja, hier schon mal ein bisschen schwierig. Jetzt nochmal. Ja,
früher. Ah, okay, hier hatte ich ja den. So, schau mal. Mal, ob das passt. Ah, noch ein bisschen früher. Ah, ich glaube hier. Ah, noch ein bisschen früher. Okay, jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob ich das quantisieren werde, muss aber ein bisschen lauter sein. Der darf auch ein bisschen lauter sein. Und das wird jetzt unter dem Ganzen unsere Leadline. Ja, wir gucken mal, ob wir die so behalten, ob die so geil klingt. Auf jeden Fall wird sie nicht mit dem Klavier gespielt. Das heißt, wir hören uns jetzt hier mal ein paar, auch wieder hier ein paar Serum-Sachen an. Viel, viel leiser. Ja, wir bleiben mal bei Weekend, wir gucken uns mal die Plug-Sounds hier an. Ah, da hakt einer. Ah, ist nochmal einer, der hakt, aber warum hakt der? Ah, okay. Ja, okay, das passt mir eigentlich ganz gut. Ich finde auch den Sound ziemlich cool. Das heißt, wir fangen an mal zu layern und den ein bisschen fetter zu machen, weil der alleine bringt es natürlich nicht. Das bedeutet, wir hören uns jetzt mal hier die beiden an. So, und hier holen wir uns noch einen anderen Sound. Gucken wir mal, was wir hier noch haben. Vielleicht sogar von Euphoria irgendwas, dass wir das drunter klatschen. Gehen wir hier. Ja, Mario. Finde ich auch ganz geil. Okay, dann layern wir noch einen Sound drunter. Auch hier wird wieder kopiert. Um das einfach noch ein bisschen breiter zu machen, muss da, was ich gemerkt habe, irgendwie so eine Art Sinn entwickeln, dass das alles miteinander gut klingt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt Weekend Sound, wir haben jetzt Marshmallow Sound und jetzt ballern wir noch ein Daft Punk Sound drauf. Den mag ich. Ja, ist ganz geil. Die ballern wir jetzt mal in eine Gruppe. Also praktisch mache ich einen Summstapel, dass wir die alle zusammen bearbeiten können. So, an sich, was wir halt wieder machen können, wie immer, ist erstmal hier der High-Pass-Filter. Das hier, die Tiefen, die brauchen wir nicht. So, haben wir. Okay, hören wir uns das mal an mit unserer Akkordfolge hier. Ja, der hohe gefällt mir nicht so sehr. Er passt irgendwie nicht so, der fühlt sich nicht so geil an. Ich glaube, den ändere ich jetzt mal.
Es war ein bisschen traurig, aber. Oder so. Ah, besser. Also den finde ich echt cooler. Okay, machen wir es mal. Kopieren wir uns die mal hier runter. Okay, nochmal zusammen. Ja. Ja, weil es fühlt sich, also dieser hohe Ton war einfach so ein irgendwas passt nicht. Und ich glaube, ich würde fast sagen, es macht, wenn man viele Melodien macht, dann hat man irgendwann eine Erfahrung, wohin das gehen muss. Dass das einfach angenehm klingt. Ja, also es kann, der ein oder andere wird sagen, ja, das passt gar nicht oder das muss doch höher. Aber für mein Empfinden ist gerade so, dass ich sage, ist genau der richtige Ton. Ob das jetzt so bleiben wird, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber wir schauen mal. Okay, also, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal hier das Pad, das müssen wir auch noch ein bisschen dicker machen und dann können wir auch schon anfangen, ein bisschen was zu reißen damit. Okay. Ich glaube, ich werde auch ein Arpeggio-Pad bauen. Wir gucken gleich mal. Aber was könnten wir noch hier nehmen als Pad-Sound? Serum Presets. Nehmen wir mal hier irgendwas. Lead. Naja, wir brauchen irgendwas Pettiges. Da, Pad. Guck mal. Trap. Nicht schlecht. Okay, den höre ich gar nicht mehr. Der ist geil. Also unfassbar nicht da, aber da. Okay, dann natürlich noch ein Pad. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht mal wieder arbeiten mit dem. Ich will ihn einfach ein bisschen promoten, ich gebe es zu. Und zwar der Waldorf, weil ich ihn irgendwann geholt habe. Und wenn man irgendwie viel Kohle ausgibt, sollte man das ganze Zeug auch benutzen. Also gucken wir mal, wir nehmen mal hier Pet Sounds. Ein bisschen leiser. Ja. Auch nicht schlecht. Wisst ihr was? Wir nehmen das Ding einfach mal. Ja, ich finde es geil. Wir probieren es einfach mal. So, dann haben wir den Lago drin. Machen wir auch hier gleich mal Lago. Das ist, ja, lassen wir Pad, wobei ich nenne es mal Serum Pad. Dann nenne ich das mal Serum Pad 2. Pad 2. Und Lago und passt. Und jetzt holen wir uns noch ein einziges Pad. Vielleicht nehmen wir mal hier, was ich auch schon lange nicht mehr genommen habe, glaube ich, war der Silent One. Da wir hören einfach mal ein bisschen rein. Wir haben ja auch hier ein paar, wobei hier gibt es ein paar geile Arpeggio-Sachen. Mit, ein bisschen schnell. Wobei, müssen wir den natürlich hier ausmachen. Viel, viel, viel zu schnell. Mal gucken, wo war denn hier? Octave 1er, Step passt, Mode Step passt, Transpose, ich weiß gar nicht, wo hier der, na, will er nicht. Okay, Swing, Time, ach hier haben wir das, den machen wir auf Achtel. Wir hören mal. Wir probieren es einfach mal. Wird wahrscheinlich nach Müll klingen, aber ja, viel zu schnell. Wir gehen mal runter auf Achtel. Aber er klingt nicht geil.
Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sehr verhallt, dass das echt. Ja, wir gucken mal, ob wir es hinkriegen, dass wir es richtig schön zermanschen im Hintergrund. Gucken wir ja vielleicht mit dem Big Wave Chroma Verb, der hat ja bisher einmal ganz gut geholfen. Ja. Okay, nehmen wir mal. Das heißt, auch die ballern wir in einen Spurenstapel. Das ist unser Pad-Sound. So, gucken wir mal. Dann haben wir eigentlich auch schon eine ganze Menge hier fertig. Wie gesagt, ich will erstmal nicht mit Drums anfangen. Also am liebsten würde ich jetzt natürlich als nächstes wirklich die Drums machen, aber wir versuchen es mal so ein bisschen wie Louis Bell zu machen. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier ein Arrangement. Und er hat es nämlich so gemacht, er hat es mit den Markern gemacht, also hier praktisch mit den Arrangement-Markern in seinem Programm. Das heißt, wir machen mal das Intro. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier würde ich auch schon die Strophe reinnehmen. Müssen wir mal gucken, ob doppelt. Ich glaube, das könnte eigentlich könnte es eine doppelte Strophe werden. Okay, wir gucken mal, ob wir mit den Sachen, die wir jetzt schon haben, die Strophe mal so ein bisschen bauen können. Das heißt, unsere Leadline würde ich hier erstmal rausnehmen und wir gucken mal, was wir haben. Ach so, ich wollte eigentlich noch eine Art Rhythmus reinbauen. Das werden wir gleich auch nochmal machen. Aber erstmal gucke ich mal, wie das wirkt, wenn es hier rausgeht. Ja, vielleicht nehmen wir die beiden hier. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht könnte man hier sogar in der Strophe anfangen, das Klavier wieder, also das in dem Fall ist ja kein Klavier mehr, so ein bisschen zu introducen und zwar mit ein bisschen Melodie. Also wirklich gar nicht alles, sondern nur vielleicht. Na, guck mal. Ja. Ja, finde ich ganz geil. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das kann man dann später nochmal einfiltern. Das heißt, wir bauen uns, machen wir uns mal hier schon mal, dass hier etwas anderes passiert. Ich muss mir irgendwann auch diese Farbkodierung mal bauen. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier die Strophe. Das ist eine Double-Strophe. Jetzt könnten wir eigentlich reingehen in eine Art Pre-Chorus. Vielleicht. Oder gehen wir in den Chorus? Ich würde eigentlich. Wir gucken mal. Wir hören uns das nochmal an. Also, wir kommen hier raus. Finde ich ganz geil. Okay, was uns jetzt noch fehlt, was mir auch komplett, was ich vergessen habe, ist einfach mal ein ziemlich geiler Bass natürlich. Das heißt, den werden wir jetzt rein. Ich werde ihn nicht spielen, wahrscheinlich nicht, aber jetzt müssen wir überlegen, was für einen Bass wir nehmen. Ich bin ja eigentlich Fan auch vom Silent Bass. Ich glaube, wir werden uns auch den Silent Bass hier nehmen. Gucken wir mal, was es hier Geiles gibt. Wo sind die Bässe? Bass, 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 da. Ja, der ist ein bisschen fett, aber wir schauen trotzdem mal.
Ich glaube, wisst ihr was? Wir machen es doch so, dass ich ein bisschen was einspiele. Wir probieren es mal. Mal sehen, den können wir erstmal raushauen. Wo ist denn hier mein Bass? Achso, erstmal Akkorde. Also wir haben C. Ups, warte, wir haben C. Dann machen wir C, A, F und G. Ja, also Bass können wir so nehmen, aber ich glaube, wir zeichnen den Bass einfach rein und machen hier vielleicht ein paar coole Übergänge, weil spielen, weiß nicht, jetzt habe ich nicht so wirklich die mega Idee, wie man den Bass jetzt so spielen könnte. Also machen wir das mal hier. Hauen wir das mal weg. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Ja, der ist ein bisschen sehr. Naja, schon sehr tief. Ja, höre ich jetzt nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob wir es nicht alles ein bisschen hochschieben. Ja, den finde ich ganz cool. Das Ganze darf, glaube ich, auch gleich so ein bisschen pumpen. Aber bevor wir das pumpen lassen, werden wir auch wie vorhin, machen wir einfach ein bisschen den Bass ein bisschen dicker. So, das heißt hier, wir nehmen erstmal die Grundtöne. Vielleicht machen wir später nochmal ein bisschen was. Genau. Machen wir erstmal hier ein bisschen rein, was wir noch haben. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Dann gehen wir noch einen Bass holen. Und zwar diesmal will ich tatsächlich einen Serum Bass noch drunter layern. So, gucken wir mal die Daft Punk besser. Die waren eigentlich ziemlich geil. Obwohl. So, dann lasst uns mal gucken. Ich glaube. Ja. Okay, finde ich gar nicht so schlecht. Wie gesagt, ich will erstmal nur so eine Art Grundkonzept bauen und gar nicht zu viel machen, weil dann sind wir schon wieder so ein bisschen weiter weg von der Masterclass und ich wollte ja versuchen, das so nah wie möglich zu bauen an der Masterclass. Also machen wir es genauso. Das wird auch wahrscheinlich dann unser Refrain sein, später mit dem Gesang. Müssen wir mal gucken, was da kommt. Gucken wir mal, wie es hier ist. Ah, hier kann ich mir schon vorstellen, dass der Bass ein bisschen Übergangsnoten spielt. Machen wir die mal.
Hier ungefähr. D, wer kann er gleich? Hier kommt nochmal derselbe. Hier kann man einen Übergang machen. Ja, ist ein bisschen Standard, aber lassen wir es mal so, ist gar nicht so verkehrt. Das heißt, hier bauen wir auch, hier kommt der nächste Bass rein. Ja, hier würde ich aber doch gerne einen Pre-Chorus bauen. Wobei ich nicht hundertprozentig sicher bin. Okay, was ich jetzt für eine Idee hätte, ist, dass wir hatten ja hier diese fetten Chords, und zwar, ich glaube, das war der hier. Den fand ich ja ganz cool. Können wir mal probieren, ob wir vielleicht eine ganz kurzen Pre-Chorus machen. Und zwar, mal gucken, ist der an? Ja. Ja. Okay, auch hier Double, wobei ich nicht weiß, ob das die sind, die ich wollte, aber ist nicht so schlimm. Wir probieren das einfach mal hier so. So. Haben wir. Mal sehen, wie der jetzt reinkommt. Ich habe noch eine Idee. Mal sehen, ob das klappt. Wir probieren eine Sache mal. Und zwar nehmen wir mal den kompletten Akkord und packen ihn mal hier runter. Jetzt nur gucken, ob alles an seinem Platz ist. Ja, dürfte eigentlich passen. Nein, das klingt nicht gut. Na? Naja, klingt zu abgefahren. Das ist wieder derselbe. Nee, wir machen das anders. Und zwar, ich glaube tatsächlich, dass wir das als kleines Zwischenspiel lassen. Also praktisch, das ist der kleine Pre-Chorus. Und den behalten wir als so eine Art Pause und dann geht der richtige Chorus wieder weiter. Probieren wir mal, wie das klingt. Das wird jetzt ein bisschen komisch klingen wahrscheinlich. Ja, wenn wir da ein paar Riser und sowas reinbauen, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Was ich mir hier noch vorstelle, wir hatten ja irgendwo diese ganz, ganz kurze Linie. Ich glaube, das war die hier. Wir gucken mal, wie die klingt. Thank you.
Und hier geht's wieder weiter. Und dann nehmen wir wieder unsere Strophe. Ja, die können wir erstmal wegnehmen. Wobei, umso öfter ich diese Liedline höre, umso mehr merke ich, die muss doch ein bisschen anders sein. Aber das ist dann für spätere Zeiten was. Ja, was wir hier machen könnten, wäre zum Beispiel auch schon den wieder reinfügen, der so ganz leise unten drunter mitwippert. Ich glaube, hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Akzentuierung, weil nur legen die Akkorde, dann wird der Song an sich extrem lahmarschig, sage ich mal. Das bedeutet, wir probieren mal hier irgendwie, die hier können liegen bleiben. Auch. Und die machen wir so eine kleine Rhythmik irgendwie rein. Schauen wir mal. Ja, mal sehen, ob das passt. Ja, finde ich wieder gar nicht so schlecht. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz an die Melodie hier ran, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob die mir so passt. Wir schauen nochmal, wir machen mal die weg. Vielleicht sowas. Ist nur das Ende eigentlich. Ja. Irgendwie ein komischer Effekt gerade. Merkt ihr das? Muss ich nachher auch nochmal durchgucken. Finde ich besser. Okay, komisch. Jetzt ist der Effekt nicht da. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. In der Strophe können wir das vielleicht sogar so lassen. Erstmal. Wir schauen mal. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber hier müssen wir auf jeden Fall auswechseln. Wobei, die Linie kann sich später noch vielleicht ändern, wenn ich anfange, da einfach Drums reinzubauen.
Weil, wie gesagt, für die Art, die ich will, brauche ich auf jeden Fall schon so ein bisschen mehr Power. Ja, aber besser. Knackiger. Ich glaube, den letzten brauchen wir hier nicht. Den hier. Echt merkwürdig. Irgendwo ist ein komischer Effekt. Ich weiß nicht, welcher. Ist der Lago? Ja, tatsächlich ist der Lago. Was hat der hier für einen Effekt? Sehr merkwürdig. Da muss ich auf jeden Fall nachher mal gucken, dass ich immer, wenn der Lago, wobei, wisst ihr was, ich mache mal hier schon mal ein Noise Gate drauf, so zur Sicherheit. Nicht, dass ich dann später Probleme damit bekomme. Echt interessant, manche Effekte. Aber das habe ich öfter. Das ist irgendwie ein Rauschen da. Man denkt sich, Alter, was ist das denn? Okay, was Louis Bell benutzt hat, ziemlich oft, also zumindest auf Klavier, war der RC20. Den finde ich auch ziemlich geil. Vielleicht könnte man den hier mal benutzen. Oder wir benutzen es auf das ganze Ding hier. Aber erstmal werden wir uns mal die Linie hier ein bisschen genauer angucken. Ja. Okay, dann lass uns ein bisschen RC20 raufballern. Wenn ich wieder wüsste, wo der war. Das wird jetzt lustig. Wo war der RC20? Ja, das ist immer, wenn man irgendetwas eine Weile nicht benutzt, dann. Ah, hier. Der Retro Color. So, und spiel mal. Ja, finde ich geil. Ja, vielleicht ein bisschen Neues. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir ein kleines bisschen Raum rauf. Gehen wir ins Studio A. Ja. Und natürlich mein Liebling, den Timeless, um dem Ganzen noch ein kleines bisschen Würze zu geben. Natürlich mit dem Beauty, ganz locker. Ja. Geil. Okay. Ja, das gefällt mir. Ja. Hier können wir später ein bisschen Hallraum rauf machen. Und dann geht's wieder fett rein. Ja. Hier haben wir den schon, also war schon ein bisschen mehr Power. Dann geht es hier weiter mit unserem, was ist hier? Eigentlich zweiter Chorus. Wir gucken mal, wo wir uns zeitlich befinden, damit wir es so ungefähr einschätzen können,
wie viel wir haben. So, bei 1, bei 2 Minuten. Das bedeutet, wenn hier noch ein Middle-8-Part kommt und vielleicht noch ein Doppelchorus. Also sagen wir mal hier, wenn man es mal so provisorisch. Achso, wir können ja hier mit unserem Arrangement weiterarbeiten natürlich. So, das bedeutet, hier haben wir den Chorus. So, das passt. Dann ist hier auch der Chorus End. CE. Ist ja nur ein ganz kleines Stückchen. So, dann kommt Strophe 2. Strophe 2. Dann nochmal Pre-Chorus. Dann haben wir weiter. Na, guck schon. Dann haben wir wieder den Chorus 2. Und dann würde ich sagen, dann können wir in die Bridge rein. Bridge darf auch doppelt so lang sein. Und dann kommt der Doppelchorus, würde ich sagen. Jetzt muss ich mal gucken. Der Doppelchorus darf dann so lang sein wie die Bridge, glaube ich. Also. Ja. Und dann sind wir hier am Ende. Mal sehen, wo wir dann. Ja, 3 Minuten. Ey, warum nicht? Wenn ein guter Song halt 3 Minuten ist, dann ist halt 3 Minuten. Wir können ja nochmal gucken, ob wir ein Outro machen. Da können wir nochmal checken. Wobei, wir sind ja einfach in einer relativ schnellen Schnelligkeit. Also von dem her, schauen wir mal. Ja, das sieht ganz gut aus. Genau, den Doppelchorus kann ich hier am Ende noch schon mal reinschieben. So, hören wir nochmal kurz rein hier. Das darf später alles so ein bisschen mehr pumpen, ein bisschen mehr bouncen, weil jetzt habe ich ja praktisch überhaupt keinen Sidechain-Kompressor. Wie gesagt, ich habe ja noch nicht mal Drums, aber ich könnte mir schon vorstellen, so ein bisschen Weekend-mäßig, das darf ein bisschen einfach nach vorne rennen, nicht so, weil jetzt ist ja wirklich noch sehr so, für mich persönlich, so ein bisschen wie La Boom die Fete, alles so, so locker. Ich weiß nicht, wer den Film noch aus den 80ern, 70ern, 80ern, glaube ich, kennt. Das ist alles so creamy und das will ich nicht, also soll schon schön punchen, auch der Bass wird später noch ein bisschen mehr angedriftet. Ja, wenn ihr weiter dabei sein wollt, dann auf jeden Fall bei Twitch hier abonnieren, BeatNerd Berlin, oder YouTube natürlich auch abonnieren, BeatNerd Berlin, oder auf www.beatnerd.de, da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal, ja, alles sehen, was ich hier habe. Es wird demnächst noch eine Rubrik geben, wo ich einfach die Videos nochmal ein bisschen teile, die YouTube-Videos, und ja, ich mache hier auf jeden Fall weiter, heute wahrscheinlich nicht mehr, weil ich heute noch 2 andere Songs zu machen habe und die müssen die Woche auf jeden Fall fertig werden. Da gibt es kein Wenn und Aber, die müssen fertig werden. Aber morgen machen wir auf jeden Fall hier weiter und vielleicht morgen sogar eine längere Session. Stay tuned.